Gabriel? Am Apparat. Gab, hier ist Peter. Die letzten von denen sind gerade eingetroffen. Oje, ich schätze, Mephisto ist schon beim Chef und nervt. Elender Ziegensohn, was ist jetzt mit Ihnen und diesem blöden Park? Ich glaube, der Chef hält es für eine ziemlich göttliche Angelegenheit. Ich weiß es nicht, Peter. Ich weiß es einfach nicht. Und was ist mit Marcellus? Peter, tu mir den Gefallen und schließe die Himmelspforten für den Rest des Tages. Die Neulinge müssen das nicht unbedingt sehen. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit ein Vergnügungspark, der etwas anders war als die anderen. Dieser Park, Dreamland genannt, stand einst in großer Blüte, doch aufgrund zahlreicher Verbrechen und mysteriöser Vermisstenfälle sahen sich die örtlichen Behörden gezwungen, ihn zu schließen. Nachdem der Manager und Gründer des Parks, Theodor Moore, das bin ich nebenbei bemerkt, verschieden war. Unsere Geschichte beginnt, als ein weiser, aber auch sehr vergesslicher Mann durch die verlassenen Attraktionen schlendert. Er weiß weder genau, wer er ist, noch was er hier zu suchen hat. Er spürt nur ein aufrichtiges Bedauern, dass niemand mehr diesen Ort besucht, um ihn zu genießen. Doch plötzlich erscheint ein Besucher. Allerdings nicht von der Art, die unser weiser Mann im Sinne hatte. Übrigens, sein Name ist Faust. Marcellus Faust. Ich meine unseren Helden. Nicht jenen gar nicht vollen Fremden dort. Dieser wiederum heißt, ich glaube, das sollten Sie selbst herausfinden. Seien Sie gegrüßt, Mr. Faust. Hallo. Haben Sie sich verlaufen? Ein wenig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß, dass ich zur Hilfe gerufen wurde. Merkwürdiger Ort. Obwohl er mir nicht völlig fremd vorkommt. Die Stimmen, die Gesichter, ich weiß. Irgendetwas wird hier geschehen. Eine Art Kampf. Und ich weiß, wer der Gegner sein wird. Sie! Mephistopheles, zu Ihren Diensten. Erlauben Sie mir, Ihnen etwas auf die Sprünge zu helfen. Sie sozusagen ins rechte Bild zu rücken. Zwischen dem Chef und mir gibt es gewisse Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf einige Seelen. Leute, die hier gelebt und gearbeitet haben. Wir fragen uns, ob sie nun nach oben oder nach unten gehören. Um dem Kasus beizulegen, hat er in seiner unendlichen Gerechtigkeit der Ernennung eines unabhängigen Schiedsrichters zugestimmt. An diesem Punkt nun kommen Sie ins Spiel. Und was genau erwartet ihr von mir? Haucht ab in die Vergangenheit und untersucht den Sachverhalt. Wägt die vielen Sünden gegen die paar Tugenden ab, die ihr finden könnt. Aus den Ergebnissen, die uns liefert, werden der Chef und ich dann unsere eigenen Schlüsse ziehen. Wo soll ich anfangen? Lassen Sie mich nachdenken. Ja, es wird das Beste sein, Sie gleich zu Beginn in die richtige Stimmung zu versetzen. Ich hoffe, Sie haben einen kräftigen Magen. Folgen Sie mir. Wer sich jemandem verbunden fühlt, der wird nahezu alles klaglos mit ihm teilen. Wer aber an jemanden gebunden ist, der wird eifersüchtig darauf bedacht sein, manche Dinge für sich selbst zu behalten. Deshalb wirken Paare zuweilen wie Seiltänzer, dauernd darum bemüht, nur ja die feine Balance zu halten, um nicht herunterzufallen, bis, wie man so schön sagt, der Tod sie scheidet.
Von mir aus sollen Sie uns ruhig auslachen, meine Liebe. Aber ein Cent ist ein Cent. Und auf diese Art haben wir uns schon ungefähr 50 Dollar zusammengeklaubt. 50 Dollar! Kannst du dir das vorstellen? Komm her, mein Kleiner. Du und ich, wir werden uns gut verstehen. Du wirst schon sehen. Lilly, glaub bloß nicht, ich hätte nicht bemerkt, dass du in letzter Zeit zugenommen hast. Oh, ich bitte dich, das bisschen. Wem soll das denn auffallen? Meine Süße, wenn du partout aussehen willst wie eine Kuh, soll mir das ja egal sein. Aber deine Waffeln kosten uns ein Vermögen. Beeil dich, wir kommen zu spät zum Unterricht. Oh, was nehmen wir heute durch? Das Paradies. Pfändungen und Leasing. Oh. Ich muss zugeben, langsam mache ich mir Sorgen. Er schuldet uns eine Menge, weißt du. Aber warum leihen wir ihm dann immer wieder was? Weil er irgendwann... Liebes, naives Schwesterherz, bis zu den Nackenhaaren in unserer Schuld stehen wird. Und dann hat er keine Wahl mehr. Er muss uns heiraten. Eines Tages gehörst du mir, mein Junge. Gute Nacht, mein süßer Prinz.
Unser ganzer Reichtum und das heute. Wer könnte das ahnen? Wir haben hier wohl mit einem Professionellen zu tun. Oh, wir haben hier wohl mit einem Professionellen zu tun. Come here, Pussycat. Du hast schon wieder meine Bürste benutzt, oder? Und du hast am Montag meinen Lippenstift genommen. Schon vergessen? Oh, dann sind wir wohl quitt, nicht wahr? Ich habe mich in ihren Traum geschlichen und ihr eine enorme Geldsumme angeboten. Mehr, als sie sich je hätte vorstellen können. Ein Gewinnlos der Lotterie mit einem Jackpot nur für sie. Versteht sich. Sagt mir, wie viel, Meister. Sehen Sie, es gibt eine wichtige Lehre, die man aus der Habgier ziehen kann. Alles hat seinen Preis. Sehr wenig, meine Liebe. Ich fürchte, du wirst deine hochfliegenden Heiratspläne begraben müssen und Hannibal an deine Schwester verlieren. Unnötig zu betonen, dass sie auf mein Angebot einging. Und als Gentleman, der ich nun einmal bin, konnte ich ihre andere Hälfte unmöglich benachteiligen. Ich machte ihr das gleiche Angebot. Und diese kleine Göre hat rundweg abgelehnt. Nein, Geld interessiert mich nicht. Das müsste ich ja ohnehin teilen. Hannibal jedoch könnte ich für mich ganz alleine haben. Ich habe Ihnen Ihre Wünsche erfüllt. Natürlich gab es da noch ein unbedeutendes Detail zu regeln. Wir haben immer alles geteilt, immer. Und du wirst mir nicht meinen Anteil daran stehlen. Auch wenn wir nicht mehr miteinander verwachsen sind, sind wir doch Zwillinge, zwei vom selben Stamm, ein Paar. Wie ein Paar. Du hast's erfasst. Bis das der Tod. Was soll ich jetzt mit dir machen? Selbst als Leiche fällst du mir noch zur Last. Doch wie hat Nathanael immer gesagt, wenn du ein Problem hast, das unüberwindlich scheint, dann zerlege es in kleine Teile und löse es Stück für Stück. Für den Körper weiß ich schon was. Da erfülle ich dir deinen geheimsten Wunsch. Du wirst Hannibal so nah sein, wie du es dir immer erträumt hast. Aber was mache ich mit dem Kopf? Sieht aus, als hätten wir ein kleines Überbleibsel. Nach Joe, wo kann man auf einem Jahrmarkt am besten einen Schädel verstecken? Aber natürlich. Thank you.
Ich, Mephistopheles, verpflichte mich hiermit, Jodys Wunsch nach sagenhaftem Reichtum zu erfüllen, im Tausch für ihren Verzicht auf jegliches Liebeswerden um Hannibal, den Tiger-Dompteur. Go round, go round.